Was geht ab, meine lieben Freunde? Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu einem neuen Haul von mir. Ihr wisst ja, dass ich es über alles liebe, Produkte zu testen, euch meine Erfahrung damit zu berichten und meinen Erfahrungsschatz im Bereich Pflege und Make-up zu erweitern. Deswegen bin ich immer auf der Suche nach ganz vielen neuen Produkten, die ich noch nicht kenne, nach Sachen, die für euch interessant sein könnten und für mich. Manchmal habe ich richtig tolle Sachen dabei, die ich getestet habe, die richtig klasse sind. Manchmal sind da heftige Flops, wo ich sage, okay, Digi, das Geld könnt ihr euch meiner Meinung nach sparen. Und auf der Suche nach vielen Neuigkeiten war ich bei meinem Partner Purish und habe dort einige Sachen bestellt. Ich arbeite mit Purish schon lange zusammen. Das ist ein Online-Shop für Pflege, für Make-up, für Zubehör mit vielen Marken, die man teilweise sonst nicht so leicht bekommt. Mit sehr, sehr coolen Angeboten und mit Produkten, die sehr, sehr spannend sind. Da habe ich einige Sachen bestellt und jetzt im Video möchte ich euch zeigen, was ich mir bestellt habe und euch sagen, warum ich es mir geholt habe. Und ich werde euch alle Sachen davon in der Infobox verlinken. Dort findet ihr auch einen 20% Rabattcode, der auf fast alles bei Purish gilt. 20% sparen ist ein Fünftel sparen. Das ist cool, weil wir sind Sparfüchse. Und wenn ich die Produkte leer gemacht habe, werdet ihr dann in meiner Aufgebraucht-Reihe sehen, wie meine Erfahrungen damit sind und wie nicht. Falls ihr nichts davon verpassen wollt, abonniert gerne kostenlos den YouTube-Kanal hier. Da kommen zweimal pro Woche neue Videos, mittwochs und sonntags. Und manchmal sind echt coole dabei, also es könnte sich lohnen. Und jetzt wollen wir nicht lange schnacken. Wir machen jetzt das Intro und ich zeige euch, was ich mir so geholt habe und warum. Erstmal, Digis, schreibt mir mal in die Kommentare bitte, wie ihr mein Make-up heute findet. Ich hatte heute mal wieder Lust auf ein Full-Face-Make-up und habe so richtig auf Glowy etwas Schönes in Richtung Nude probiert, mit so hellem Kram unter den Augen, damit ich frisch und wach aussehe. Und ich fühle mich richtig hübsch. So, aber ich würde gerne wissen, wie ihr das findet. Ich glaube, ihr findet es auch ganz cool. Aber ich frage sicherheitshalber trotzdem nochmal, weil das kann auch manchmal echt komisch aussehen mit so hellen Sachen unterm Auge. So, ich zeige euch jetzt, was ich mir so geholt habe. Wir beginnen mit diesen Make-up-Remover-Pads von Crash Cosmetics. Crash Cosmetics ist ja die Marke von Luisa Crashen, mit der stehe ich auch in Kontakt. Das ist eine sehr liebe, vielleicht kommt auch irgendwann mal ein Video von uns. Und viele und einige ihrer Produkte sind jetzt auch bei Purish vertreten und das ist ziemlich cool. Und manchmal, wenn ich mich abschminke, brauche ich ein Wattepad oder irgendwas, um das Ganze abzumachen. Aber wenn du Make-up-Remover-Pads hast, ich zeige euch mal, wie sie aussehen, wenn man sie auspackt, und die sind wiederverwendbar, dann kannst du an dieser kleinen Stelle, und ihr wisst, ich bin keine Nachhaltigkeitskönigin, aber dann kannst du an dieser kleinen Stelle schon ein bisschen sparen, weil vielleicht wussten das manche von euch nicht, aber es gibt solche Wattepads, so wie die hier, die nicht aus Watte sind, aber so in der Art, die man immer wiederverwenden kann. Ich hatte schon einige ausprobiert, die fand ich oft nicht so geil, muss ich sagen. Und ich dachte mir, ich probiere einfach mal die von Luisa und deswegen habe ich sie mir geholt, damit ich ab und zu beim Abschminken einfach ein paar Wattepads sparen. Und Digis, schreibt mir unbedingt in die Kommentare, wenn ich euch jetzt etwas zeige, wenn ihr Erfahrung damit habt, weil erstens interessieren mich eure Erfahrungen und ich lese alle Kommentare von euch. Zweitens ist es auch vielleicht für die Zuschauer interessant, die während dem Video gucken und Kommentare lesen. Dann habe ich mir von Olaplex die Nummer 0 geholt, quasi zum Sprühen für das ganze Olaplex-Ding. Ich habe von Olaplex einige Produkte, die habe ich alle von Purish. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel da was kaufen wollt, könnt ihr auch auf die Marke Olaplex 20% sparen. Also es gibt halt auch viele Marken bei Purish, wo ihr dann 20% sparen könnt, was ihr bei vielen anderen Stellen vielleicht nicht könnt. Das ist halt nochmal cool. Und Olaplex möchte ich unbedingt verwenden. Ich weiß nicht, ob ihr das da unten seht. Da habe ich auch schon die anderen Produkte von Olaplex. Das Ding ist, man darf es nicht nutzen, wenn man Keratin in den Haaren hat. Und ihr wisst ja, dass ich jahrelang Keratinbehandlung gemacht habe. Und jetzt habe ich ein Jahr lang keine gemacht und warte jetzt, wann ich Olaplex mal ausprobieren kann, weil die Nachfrage nach meiner Meinung dazu ist sehr, sehr groß bei meiner Community. Und ich habe Olaplex auch schon angeschrieben. Ich sage, ey Bro, ich habe eine Keratinbehandlung gemacht vor einem Jahr. Was denkt ihr, ab wann kann ich eure Produkte benutzen? Weil, wenn du Keratin im Haar hast oder falsche Shampoos oder Produkte benutzt, während du Olaplex benutzt, bricht dein Haar an den Stellen ab. Also Bro, ich habe keine Lust, dass meine Haare hier abbrechen. Deswegen warte ich noch mit dem Benutzen der Produkte, aber ich habe sie mir schon mal bei Purish geholt und bin sehr gespannt drauf und es wird, wenn es soweit ist, auf jeden Fall einen Langzeit-Olaplex-Test geben. Dann habe ich mir so ein Gadget geholt von Catrice, beziehungsweise so zwei Gadgets. Mein Kumpel Chardash hat mich mal drauf gebracht. Das sind so Cooling Facial Globes, weil ich dachte, ich probiere es mal mit Gesichtsyoga und ein bisschen mit Gesichtsmassage. Und die Dinger packe ich mir schön in die Kühltruhe oder in den Kühlschrank und dann kann ich, wenn ich Bock habe, sehr, sehr schön so ein bisschen Seren oder so einarbeiten, Gesichtsöl, was weiß ich. Und dann die kühlende Wirkung genießen. Wow, das fühlt sich jetzt schon richtig gut an. Und die sind nicht mal aus dem Kühlschrank.
Oh, wenn du dann so dicke Augen hast und so, weißt du, kannst du einfach hier entlang gehen, ein bisschen massieren und die Schwellung reduzieren. Also, die habe ich bei Purish gesehen, die musste ich mir sofort mitnehmen, weil ich liebe ja so Spielkram und ja. Dann habe ich mir von Aucosmetics die SOS Recovery iPads geholt. Die habe ich sehr, sehr gerne im Kühlschrank. Das sind sehr, sehr gute Under-iPads. Die sind auf jeden Fall besser als die aus der Drogerie. Sie kosten auch mehr als die aus der Drogerie. Man kann sie aber auch zweimal verwenden. Wenn du sie genutzt hast, packst du sie einfach wieder rein. Benutze sie aber am nächsten Tag, nicht später. Und hast sehr, sehr schöne Under-iPads, die nicht verrutschen, die deine Augen, wenn sie angeschwollen sind, abschwellen lassen, die sie nochmal ein bisschen straffen und Feuchtigkeit spenden sind. Das sind Favoritenprodukte von mir, von Purish, weil die meisten hier kenne ich gar nicht. Aber das sind einfach Favoriten und deswegen habe ich sie mir nochmal geholt, weil ich benutze sie immer wieder und kann sie absolut empfehlen. Dann hat Purish, weil sie wechseln ja auch viel ihre Marken und sowas und haben immer coole neue Produkte im Sortiment, dann haben die jetzt neuerdings Paula's Choice dort. Und mit Paula's Choice, mit den Sachen, die ich von der Marke getestet habe, habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Und ich habe mir dieses 2% BHA Body Smoothing Spot Exfoliant geholt. Ihr wisst, ich kann nicht so gut aussprechen, also solche Sachen. Und das wollte ich gerne für den Popo benutzen, weil ich habe manchmal Pickelchen am Popo, das finde ich jetzt nicht so hübsch und das nervt mich auch ein bisschen. Und Bro, wenn sie an der Scheißstelle sind, dann tut das jedes Mal weh beim Sitzen, das ist auch unangenehm. Ich habe schon verschiedene Faktoren in Betracht gezogen, Unterwäsche, dies, das. Ich weiß nicht, manchmal habe ich einfach Pickel am Po, da habe ich keinen Bock drauf, weil ich bin eine ganz krasse Pflegetussi, ihr wisst das. Und weil ich mit Paula's Choice so gute Erfahrungen gemacht habe und bisher noch kein krasses Anti-Pickel-Popo-Mittel gefunden habe, habe ich mir das hier geholt. Paula's Choice ist ja schon ein bisschen preisintensiver im Bereich Hautpflege, aber dafür auch sehr hochwertig. So, und da war ich sehr neugierig drauf, neue Produkte von der Marke kennenzulernen und auszutesten, weil was ich bisher getestet habe, war gut. Und deswegen habe ich mir dieses Exfoliant geholt, um das halt auszuprobieren. Ja, moin, stell dir vor, ich lese jetzt diese Worte ganz falsch vor, aber sag hier mit so einem richtigen Selbstbewusstsein die Worte, obwohl sie ganz anders klingen. Das hier ist ein Produkt, das habe ich mir nachgekauft, weil ich das schon zweimal leer gemacht habe von Paula's Choice. Das ist ein 2% BHA Liquid Exfoliant, quasi ein flüssiges Peeling. Und damit habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Das war das erste Produkt, was ich je von Paula's Choice getestet habe. Ich habe eigentlich keine empfindliche Haut und trotzdem reagiere ich bei BHA und AHA-Sachen oft mit Pusteln und Rötung und Pickelchen und sowas. Und das nervt mich alles. Da ich hiermit immer sehr gute Erfahrungen gemacht habe, habe ich mir das geholt, weil manchmal benutze ich gerne flüssige Peelings, manchmal benutze ich physikalische Peelings. Also die mit Körnern, nicht, ne? So, aber das ist einfach ein super Produkt, deswegen habe ich mir das nachgeholt, weil ich damit einfach auch schon sehr gute Erfahrung habe. Dann habe ich mir dieses Produkt von Holika Holika geholt, weil Purish hat auch viele Produkte aus dem koreanischen Pflegebereich und ich habe über diese Aloe Vera Lotion schon sehr, sehr viel Gutes gehört. Und meistens mag ich Aloe Vera Sachen nicht, weil die kleben und fühlen sich kacke an und das nervt mich, da habe ich keinen Bock drauf. Aber ich dachte, das hier möchte ich mal ausprobieren, gerade im Sommer so eine leichte Pflege kann sehr angenehm sein. Und weil das sehr, sehr gut bewertet ist und ich eigentlich, ich glaube, fast nur Gutes dazu gelesen habe, habe ich mir das auch geholt, um das mal zu testen. Dann habe ich mir von Hairtermin dieses Scalp Serum geholt. Ich persönlich war immer der Meinung, dass, also ich habe nichts von Kopfhautpflege, Kopfhautpeelings und solchen Sachen gehalten. Für mich war das einfach Geldschneiderei. Ja, und dann fing das ungefähr von einem halben Jahr an oder von einem Dreivierteljahr. Es war immer so, im Winter oder so hatte ich Schuppen, also ein bisschen, und das war schon nervig, das hatte ich sonst nie. Mittlerweile ist es manchmal so, ich kann euch nicht sagen, woran es liegt, ich habe keine Ahnung, dass ich Schuppen habe. Ich habe ja eher trockene Haare, die ein bisschen Reparatur brauchen und ein bisschen Feuchtigkeit, je nachdem immer. Ich achte da ja schon sehr drauf. Aber ich habe mich nie mit meiner Kopfhaut beschäftigt. Und dann war ich vor einigen Monaten bei meinem Friseur und die haben mir so ein Kopfhaut-Tonic raufgetan von La Biostetic, glaube ich. Das war halt schon preisintensiver. Ich habe aber einen sehr krassen Unterschied gemerkt vom Pflegegefühl meiner Haare, von der Kopfhaut her. Also hätte ich wirklich nicht gedacht. Und das hat mich dann dazu bewegt, dass ich mehr Kopfhautprodukte ausprobieren möchte, weil ich wirklich einen Unterschied gemerkt habe, nachdem die mir dieses Tonic aufgetragen habe. Und es war wirklich nicht mühselig oder irgendwas, sondern super einfach und hat wirklich einen krassen Unterschied gemacht. Und deswegen teste ich mich ein bisschen durch im Bereich Kopfhautpflege. Und Hairtermin hat ja viele Produkte für die Haare und was weiß ich. Und da hat mich das hier angesprochen. Deswegen habe ich mir dieses Kopfhautpflege
Knockout-Serum geholt. Aber ich habe mir auch von Dr. Barbara Sturm dieses Balancing Scalp Serum geholt. Einfach um halt zwei Produkte zu haben für die Kopfhaut. Weil ich war vor kurzem in der Drogerie, da habe ich nicht wirklich irgendwas in die Richtung gefunden. Vielleicht war ich auch blind. Ich war bei Rossmann, da kenne ich mich jetzt auch nicht so krass aus. Aber ich gucke natürlich jetzt nach teuren, günstigen Sachen, nach verschiedenen Produkten für die Kopfhautpflege und werde euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, weil ich kann mir vorstellen, dass es auch manch andere Menschen gibt, die Probleme mit trockener Kopfhaut, Schüppchen, gereizter Kopfhaut, juckender Kopfhaut und sowas haben. Dann habe ich auch ein bisschen im Bereich Make-up geguckt und die Marke Nabla habe ich kennengelernt durch Purish. Wundert euch nicht, ich habe schon einige Sachen ausgepackt, ich war schon ein bisschen neugierig. Und Nabla macht sehr, sehr gute Make-up-Produkte. Also viele von denen, die ich getestet habe, waren sehr, sehr gut. Und die haben jetzt so einen Augenbrauenstift neu rausgebracht mit einer ganz, ganz feinen Spitze. Also damit kannst du wirklich ganz feine Härchen nachzeichnen, weil oft hast du so Augenbrauenstifte und die haben wirklich doofe Applikatoren. Und hiermit kannst du, guck mal, wie fein das ist. Ja, den dicken Strich habe ich jetzt ein bisschen verkackt. Aber guck mal, wie fein du damit wirklich, obwohl man vielleicht so untalentiert ist wie ich, boah, ich fühle mich gerade wie so ein Augenbrauen-Künstler, Augenbrauen nachzeichnen kannst. So, wenn du zum Beispiel hier so ganz kleine Striche machst, ja okay, jetzt habe ich es auch verkackt, ich muss da mich selber noch reinfuchsen, weil ich hatte das bei einer Freundin, die mich geschminkt hat, dass das echt, wenn du zwei, drei kleine Härchen nachzeichnest, das macht schon großen Unterschied aus. Und deswegen fand ich den hier von Nabla sehr interessant, gerade weil der halt so eine ganz, ganz feine Spitze hatte, womit du so kleine Löcher unauffällig ausmalen kannst. So, guck mal. Schon direkt ein bisschen fülliger, kleine Löcher ausgefüllt. Deswegen habe ich mir den Augenbrauenstift von Nabla geholt. Aber ich habe mir noch mehr im Bereich Make-up geholt. Und zwar von Dominique Cosmetics habe ich mir so ein transparentes, loses Puder geholt. Meistens ist es bei mir so, egal was ich mache zum Baken, es klappt nicht. So, also so hier unten Baken geht noch, unter den Augen gar nicht. Und mein Kumpel Charda benutzt sehr gerne loses, transparentes Puder zum Fixieren vom Make-up. Ich benutze am liebsten gepresstes Puder. Aber er sagte, probier das mal mit losem Puder. Wenn du das ganz fein machst und wenn du ein gutes Puder hast, ist das nochmal eine ganz andere Art von Make-up-Fixierung und viel, viel softer und weicher und schöner und so. Und deswegen habe ich mir von Dominique Cosmetics dieses transparente Puder geholt, weil ich kenne die Marke noch nicht. Habe aber Gutes davon gehört und wollte halt mal gucken, wie ich vielleicht mit diesem losen Puder mein Make-up fixieren. Dann habe ich mir auch von Dominique Cosmetics dieses Ultra Hydrating Fine Mist geholt. Man kann damit sein Make-up, das fand ich halt interessant, also du kannst es vor Make-up benutzen, um Feuchtigkeit deinem Gesicht zu geben. Okay, lern erstmal, wie man einen Satz baut und dann gib deinem Gesicht Feuchtigkeit. Du kannst dein Make-up fixieren oder zwischendurch so Feuchtigkeit geben. Digga, benutzen wir mal direkt. Sehr feiner Sprühstoß, aber nicht zu fein. Manchmal hast du so feine, da musst du 20 Mal sprühen, hammer nervig. Bin ich sehr gespannt drauf, kenne ich noch nicht. Also wenn ihr Erfahrung mit der Marke Dominique Cosmetics habt, schreibt mir das sehr gerne in die Kommentare. Sehr feiner Sprühstoß und wirkt so, als wäre mein Gesicht direkt so ein bisschen, nochmal, ein bisschen Feuchtigkeitspflege. Weil manchmal hast du Make-up drauf und dann ist alles so crusty und trocken und nee, nervig. Sowas wollen wir nicht. Dann habe ich mir von Cheek & Georgius dieses 12% AHA-Produkt fürs Gesicht genommen. Einfach, weil ich gerne verschiedene Peelings ausprobiere und manchmal auch sehr gute Erfahrungen habe mit flüssigen Peelings, mit Produkten mit AHA-Säuren und sowas. Und weil ich die Marke nicht kannte und sie auch gerne mal kennenlernen wollte und deswegen habe ich mir das geholt. Diese Marke hier kenne ich auch gar nicht. Ultra Violet. Und zwar Lightweight Skins. Quasi ein sehr, sehr guter Sonnenschutz, der ganz leicht auf der Haut liegen soll. Ihr wisst, ich probiere immer wieder, mich mit Sonnenschutz anzufreunden. Und letztens habe ich auch einen sehr guten gefunden, der mir auch gefallen hat. Aber ich probiere natürlich trotzdem viele aus, um meine Erfahrungen so ein bisschen zu erweitern, weil ich werde auch oft nach Sonnenschutz gefragt. Meistens kann ich nichts dazu sagen, weil das nicht so mein Gebiet ist, aber ich möchte, dass es mehr mein Gebiet wird. Und die Marke fand ich irgendwie interessant. Ich dachte mir, Lightweight Serum mit Sunscreen, SPF 50, okay, wollen wir ausprobieren. Deswegen habe ich mir das geholt, weil Lichtschutzfaktor 50 und dann sehr leicht auf der Haut finde ich super, weil die meisten Sonnenschutzprodukte hinterlassen einen weißen Schleier, sind sehr dick, sehr fettig, sehr ölig und das fühle ich halt nicht so. Von Physicians Formula habe ich mir dieses Abschminkbalm geholt. Ich liebe ja am liebsten beim Abschminken Produkte, die so balmmäßig sind. Und mein Favorit ist von The Body Shop, aber die Produkte, die ich bisher von Physicians Formula ausprobiert habe, haben mir auch sehr gut gefallen. Die haben zum Beispiel der Mumuru, keine Ahnung, die haben so einen Bronzer. Das findet ihr auch bei Purish. Ich habe noch nie einen Bronzer gesehen. Ich habe das auch von Purish das erste Mal probiert.
der so eine leichte, feine Formulierung hat. So ein Puder wie aus Engelsküssen. Hammerkrass. Ich zeige euch den, warte. Das ist halt der Bronzer von Physicians vom Jula. Kann ich euch auch zu 100% empfehlen. Findet ihr auch bei Purish. Und Bro, ich habe in meinem Leben viele Bronzer getestet. Aber diese Formulierung, das ist wirklich so ein leichtes Puder, als wäre das... Ich habe noch nie so ein leichtes Puder gesehen. Sehr, sehr schön. Und dann dachte ich, ey, probier doch weitere Produkte von Physicians vom Jula. Und deswegen habe ich The Perfect Matcha 3-in-1 Melting Cleansing Balm geholt. Als Abschminkprodukt, um das auszuprobieren. Dann habe ich mir von Paula's Choice einen Moisturizer geholt. Einfach, weil ich mit der Feuchtigkeitspflege bzw. den Feuchtigkeitspflegeprodukten von Paula's Choice noch gar keine Erfahrung habe. Und mein Gesicht einfach viel Feuchtigkeit braucht. Und ich mir dachte, ey, Paula's Choice macht immer einen guten Eindruck. Also probiere ich deren Feuchtigkeitspflege, um zu gucken, ist sie gut, ist sie wirklich nachhaltig feuchtigkeitspflegend. Weil manchmal packst du was aufs Gesicht für irgendwelche Marken. Ja, okay, in dem Moment hast du Feuchtigkeit, das hält aber 2 Stunden. Ich möchte etwas, was wirklich in der Tiefe Feuchtigkeit spendet. Und da wollte ich Paula's Choice natürlich eine Chance geben, weil die haben bisher einen guten Eindruck gemacht. Ja, weil ich so neugierig war auf Paula's Choice, habe ich mir auch dieses 1% Retinol-Treatment geholt, weil ich habe mit Retinol ganz gute Erfahrungen gemacht, aber bisher nur in flüssiger Form, in Form von Tonern und so. Und wie das dann wirklich mit so einem Treatment ist, weiß ich nicht. Ich benutze ja sehr gerne Seren und Toner und alles. Also ich liebe ja meine ganze Pflegeroutine von Kopf bis Fuß. Und da wollte ich einfach mal dem Retinol von Paula's Choice eine Chance geben, weil ich halt auch mit den Seren von Paula's Choice noch keine Erfahrung habe. Dann habe ich mir von Dominique Cosmetics einen Concealer geholt, weil ich den Applikator sehr interessant fand. Es ist ein Concealer, der eine gute Deckkraft hat, aber sehr leicht auf der Haut ist. Und das, dachte ich mir, kann eine sehr, sehr gute Sache sein für meine Fältchen unter dem Auge. Denn die meisten Concealer, die stark decken sollen, kriechen in die Fältchen und das ist halt kacke. Guck mal, der hat so einen Metallapplikator und vielleicht ist das nochmal eine ganz, ganz andere Art des Auftrags, dachte ich mir. Und deswegen wollte ich das testen, weil, Bro, ich habe sehr viele Concealer und ich habe noch nie so einen Applikator gesehen. Das fand ich sehr, sehr spannend. Deswegen musste dieser Concealer von Dominique Cosmetics auf jeden Fall mit. So, das war neu bei Purish, meine ich. Und der hat halt sehr interessant ausgesehen, weil es ist schwer, einen Concealer zu finden, der eine gute Deckkraft hat, aber nicht in der Formulierung so richtig camouflagemäßig schwer ist und so, weißt du. Ja, ich habe ja auch einen kleinen Duft-Tick. Deswegen habe ich mir dieses Parfum geholt, weil das verschmilzt individuell mit deiner Körpertemperatur, deinem Eigengeruch und sowas und zaubert da einen ganz, ganz krassen individuellen Duft raus. Das ist bei jedem verschieden. Das fand ich sehr, sehr spannend. Also so ein Extraktparfüm, was so intensiv ist, was sich wirklich individuell mit dir vermischt. Du kannst bestimmte Richtungen auswählen, in die es geht. Ich habe mich hier dafür entschieden und hatte das auch schon getestet und fand das auch sehr, sehr interessant, weil ich sowas halt auch noch nie hatte und ich habe schon eine Parfümsammlung mit einigen Parfums und wollte deswegen gerne sowas halt auch nochmal ausprobieren. Dann habe ich mir diesen Hydrating Lip Balm von Ultra Violet geholt, weil ich mittlerweile auch sehr, sehr gerne Lippenpflege benutze und meistens mache ich sie mir einfach abends dick drauf, so, weißt du. Das hier ist aber eine Lippenpflege mit Sonnenschutz, also Lichtschutzfaktor 50, so wie diese Creme von Ultra Violet. Und das fand ich sehr, sehr interessant, weil Feuchtigkeit spendend und mit Lichtschutzfaktor klingt schon sehr, sehr gut. Da dachte ich, nee, das muss auch mit. Ja, dann habe ich mir auch von Paula's Choice so ein Smoothing Primer Serum geholt, weil damit habe ich ja gar keine Erfahrung. Also so Primer von Paula's Choice konnte ich gar nicht zuordnen. Ist es komplette Katastrophe? Ist es ein sehr, sehr gutes Produkt? Ich weiß es nicht. Aber weil ich es ausprobieren wollte, habe ich mir das mal mitgenommen, weil Paula's Choice ist für mich halt hauptsächlich einfach Pflege. Das fand ich aber sehr interessant, was so eine Marke für ein Primer macht und deswegen habe ich den ausgewählt. Ja, wir sind fast fertig, Digga. Dann habe ich mir auch von Dominique Cosmetics einen Primer geholt, weil ich dachte, so 2, 3 Produkte von Dominique Cosmetics, dann kannst du schon ein bisschen das besser einschätzen, wie die Sachen so sind, als wenn du nur eins holst. Blur and Moisturizer Serum Primer. Merkt man auch direkt an der Konsistenz. Es ist so eine Mischung aus Primer und Serum. Sehr leicht. Zieht wohl sehr schnell. Ja, zieht sehr schnell ein. Also da bin ich auch gespannt drauf, weil ein Primer, der nochmal serummäßig ist, aber pflegt und ein bisschen Blurring-Effekt hat, ist ein hohes Versprechen. Ob das dann gehalten wird, werden wir sehen. Macht aber für mich einen sehr, sehr guten Eindruck. Zieht sehr schnell ein. Wirkt auch
schön feuchtigkeitspflegend, weil manchmal hast du Primer, die packst du drauf und dein Gesicht fühlt sich so trocken und so angespannt an und das mag ich gar nicht. Ja, deswegen dachte ich, Dominique Cosmetics muss ich mal testen. Als allerletztes Produkt von Paula's Choice und als vorletztes Produkt von diesem Haul habe ich mir diesen Super Vitamin C Booster geholt, also quasi auch ein schönes Produkt für die Haut, weil Vitamin C kann richtig viel ausmachen. Also manchmal habe ich Vitamin C Produkte auf der Haut und ich sehe plötzlich richtig geliftet aus und richtig strahlend. Ich stehe auf und sehe halt tot aus und fertig, packe Vitamin C drauf und sehe aus, als würde mir die Sonne aus dem Gesicht strahlen. Deswegen finde ich Vitamin C Produkte sehr interessant und weil ich das einfach so cool fand, dass Paula's Choice jetzt bei Purish vertreten ist, habe ich natürlich einige Produkte mehr für mich da rausgesucht, die ich mir geholt habe, um einfach zu gucken, ey, ich bin sehr gespannt auf die Marke, ich bin sehr neugierig auf die Marke. Und als allerletztes habe ich mir diesen Bronzer geholt und das ist der perfekte Bronzer für fast jede Hauttonart. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, damals hat Love in Kooperation mit Hatice Schmidt einen Bronzer gemacht. Der war leider limitiert zu der Zeit und den haben sich viele gekauft, weil der war so krass. Und irgendwann war deren Kooperation beendet und ja, Love hat halt den Bronzer nochmal rausgebracht, obwohl es eigentlich der mit Hattie war. Weiß nicht, wie ich das jetzt finden soll. Ich kenne mich auch nicht mit solchen Bereichen aus. Aber dieser Bronzer ist wirklich perfekt. So, der ist wirklich, du kannst damit bronzen. Er ist kühl genug, damit du konturieren kannst, aber warm genug, damit du bronzen kannst. Also er passt wirklich. Ich habe eine Freundin, die hat sehr helle Haut. Ich habe den ja von Hattie Schmidt. Das ist genau derselbe, nur in einem anderen Logo. Die hat eine sehr helle Haut. Da ist er perfekt. Ich habe mich mit meinem mittleren Hautton. Da ist er super. Also wirklich das. Also wenn ich einen Bronzer rausgebracht hätte, wäre es der Ton gewesen. Zu 100%. Genau das Produkt würde ich sofort mit meinem Namen machen. Hammerheftig. Ich fand den damals so krass, als die den mit hat. Hey, Lippenstift an den Zähnen, verpiss dich. Aha, ist es weg? Den Stift an den Zähnen mag ich gar nicht. Ich fand das so krass, als sie den damals mit Hattie rausgebracht haben, weil das einfach, erstens, er hält ewig. Zweitens, Preis-Leistungs-Verhältnis ist Hammer. Ich weiß jetzt nicht, was er kostet. 10, 15 Euro seht ihr eingeblendet und alle Produkte sind nochmal in der Infobox. Bro, ich würde den für 40 Euro kaufen, so heftig ist er. Verstehst du, wie ich meine? So, wirklich, du kannst damit sehr schön, du kannst ihn hier bei deinen Augen benutzen, du kannst ihn zum Konturieren leicht benutzen, zum Bronzen. Wirklich Hammerprodukt. Ja, und deswegen habe ich ihn mir nochmal geholt, weil meiner von der Kooperation mit denen und Hattie Schmidt damals fast leer ist. So viel dazu. Digis, checkt sehr, sehr gerne Purish ab. Ihr seht, es gibt sehr viele verschiedene Marken von Drogerie. Limited Exclusive Editions außer Drogerie oder Sachen, die man nur online kriegt. Bis High-End-Produkte, bis teure Marken, bis amerikanische Marken, dies, das und, und. Ihr werdet bei Purish auf jeden Fall fündig, wenn ihr Make-up und Pflege liebt. Ich bin auf jeden Fall auch fündig geworden, wie ihr seht. Und das, obwohl ich wirklich, bevor ich so Make-up zum Beispiel kaufe, bis ich Make-up kaufe, dauert das ewig, weil ich so satt bin von Make-up. Ich habe so genug. Aber manchmal gibt es dann doch Produkte und Sachen, die mich reizen und im Pflegebereich ja sowieso, da habe ich ja sowieso meine Ticks. Ich freue mich sehr darauf, die Produkte zu testen und euch in meinen Aufgebraucht-Videos zu berichten, wie sie so sind. Auf Instagram erzähle ich euch ja auch ab und zu so nebenbei, wie Sachen sind. Also folgt mir da auch sehr gerne. Und ansonsten war es das jetzt mit meinem Haul. Und ich bin sehr gespannt darauf, was ihr in die Kommentare schreibt und ob ihr vielleicht schon Erfahrungen mit den Produkten habt. Und wenn ja, wie eure Erfahrungen sind. Das war es dann auch an dieser Stelle. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben und ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare und ich freue mich auf eure Kommentare und sage Tschüss mit Küsschen. Und auf Wiedersehen. Ach so, und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Das sollte man nicht vergessen. Danke für eure Zeit. Danke, dass ihr mein Video geguckt habt. Ciao.